Meine lieben Freunde des Schaurigen, ich begrüße euch. Stellt euch vor, ihr seid bereit, alles zu tun, um die Beziehung zu eurem Partner zu retten, auch wenn dies bedeutet, in ein bizarres Rollenspiel verwickelt zu werden. Aber was, wenn dieses Spiel weit über das hinausgeht, was ihr euch je vorstellen könntet? Bindet euch fest, schärft eure Sinne und lasst euch von der dunklen Welle der Vorstellungskraft entführen. Lasst uns ohne weitere Umschweife in die tiefen, dunklen Gewässer dieser Geschichte eintauchen, die beweist, dass nicht alles, was kindlich oder unschuldig scheint, frei von Sünde ist. Ich, Dr. Wahnsinn, garantiere euch, nach dieser Nacht werdet ihr eure eigenen Schatten mit anderen Augen sehen. Auf in den Wahnsinn! Als er mir sagte, dass er so tun, als ob spielen wollte, dachte ich, es hätte etwas mit Sex zu tun. Und das Lustige ist, wenn er ein Wonder Woman-Kostüm herausgeholt hätte, hätte ich mitgemacht. Es war jahrelang kalt zwischen uns gewesen. Ich war bereit, das Notwendige zu tun, um zu versuchen, die Beziehung zu reparieren. Als er erklärte, dass er so tun wollte, als sei er jung, fühlte ich viel mehr Zurückhaltung. Wenn das eine Sexsache war, dachte ich, könnte es ziemlich seltsam werden. Selbst als er alles erklärte, wartete ich nur darauf, dass es in diese Richtung ging. Ich dachte, das müsste es doch sein, oder? Aber er sagte, es sei überhaupt nicht so. Er wollte nur gelegentlich eine Zeit, in der er sich wie ein Kind benehmen konnte. Nichts zu Seltsames, nur eine Art therapeutisches Rollenspiel. Ich gebe zu, es war nicht das, was ich dachte. Er wollte, dass ich seine Lunchpakete packe und ihm einen Kuss auf die Wange gebe, bevor er zur Arbeit geht. Er wollte, dass ich ihm die Art von Dingen gebe, die man einem Kind gibt. Also packte ich ihm einen Joghurt, ein Schinkensandwich und einen Apfel. Es gab auch eine kleine Saftpackung, alles ordentlich in eine braune Papiertüte verpackt. Sein ganzes Gesicht leuchtete vor Freude auf, als er es sah. Die Idee mit der braunen Tüte kam von mir und er sagte, es sei ein nettes Detail. Ich erinnere mich, dass es das erste aufrichtige Kompliment war, das er mir seit Jahren gemacht hatte. Ich fühlte einen seltenen Anflug von Stolz. Danach bekam ich ziemlich schnell den Dreh raus. Er wollte, dass ich ihm Bäder einlasse und neben ihm sitze, während er mit Spielzeug spielt. Er wollte mich um Erlaubnis bitten, bevor er hinaus in den Garten spielen ging. Er wollte Spaghetti und Würstchen zum Abendessen und Wackelpudding und Eis zum Nachtisch. Ich tat alles mit einem Lächeln. Er hat mich nie wirklich als Ehefrau betrachtet. Es war, als ob jede kleine Geste das Größte für ihn wäre. Ich fand es ziemlich verrückt. Sicher. Aber ich weiß nicht, diese ersten Wochen waren eigentlich ziemlich nett. Eines Tages kam er nach Hause und ich hatte den Fernseher auf alte Cartoons aus seiner Kindheit eingestellt und er brach einfach in Tränen aus. Ich hatte die DVDs als kleine Überraschung gekauft, aber nicht mit dieser Art von Reaktion gerechnet. Ich lief hinüber und hielt ihn und wir blieben stundenlang so zusammengekauert auf dem Sofa. Ich hatte diese Art von Nähe oder Verletzlichkeit noch nie von ihm oder, naja, von jemand anderem erlebt. Es war verwirrend. Aber ich mochte es. Wir waren schon immer die engsten Freunde füreinander gewesen und jetzt verbrachte er mehr Zeit mit mir als je zuvor. Und er interessierte sich für das, was ich zu sagen hatte und schenkte mir wirklich Aufmerksamkeit. Einmal backte ich ihm einen Kuchen und er saß auf der Arbeitsplatte, baumelte mit den Beinen und stellte mir die ganze Zeit Fragen. Ich erzählte ihm von dem Rezept, davon, wie meine Großmutter es mitgebracht hatte, als sie auswanderte, und davon, wie es über Generationen weitergegeben worden war. Und ich konnte sehen, dass er nicht spielte. Er war wirklich von der ganzen Geschichte überwältigt. Aber die Anfragen hörten nicht auf, ebenso wenig die Zeit, die er mit Rollenspielen verbrachte. Es begann als etwas vor und nach der Arbeit, aber bald kündigte er seinen Job und ohne Vorankündigung wurde es zu einer ganztägigen Aktivität. Wie gesagt, es war Teil des Spaßes und ich setzte keine Grenzen. Er tat, was die meisten Kinder den ganzen Tag über machen, schätze ich. Er sah fern, spielte mit Spielzeug und Videospielen, rannte herum und machte alberne Geräusche. Er wollte auch die weniger spaßigen Sachen machen, also musste ich ihm Aufgaben stellen, ihn baden, ihm die Haare bürsten und schneiden, ihn dazu bringen, Gemüse zu essen. Er bat mich sogar, ihm Hausaufgaben zu organisieren, also kaufte ich einige alte Übungshefte für niedrige Mathematik und Englisch. Er war nie ungezogen,
aber er machte gerne ein Theater, wenn ich ihm sagte, er solle diese Dinge tun. Aber manchmal erwischte ich ein verschmitztes Lächeln oder ein Funkeln in seinen Augen. Und ich wusste, dass er es wirklich mochte. Es war etwas von Natur aus Bizarres und eigentlich ziemlich Lustiges daran, einen Buchhalter dabei zu beobachten, wie er Schwierigkeiten hatte, bei einer Rechnung den Übertrag zu machen. Trotzdem war es ein weiter Weg von dem sehr verschlossenen und tief arroganten Mann, den ich geheiratet hatte. Ich versuche nur, das alles für dich in eine Reihenfolge zu bringen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Es gab Zeiten, da fühlte es sich falsch an, schätze ich. Meine Anziehung zu ihm ging völlig verloren, aber das war mir egal, weil wir nicht viel Sex als Ehepaar hatten. Und selbst wenn wir es taten, war es nicht sehr gut. Vielleicht würdest du verstehen, dass ich nicht sehr gesellig bin und daher verstehen, warum ich all das geschehen ließ. Ich habe keine Freunde nie gehabt, nicht einmal in der Universität. Seine Gesellschaft, seine ruhige, warme und verehrende Gesellschaft, wirkte wie eine Art Magie auf mich. Ich glaube auch, dass ich es eigentlich ziemlich mochte, jemanden zu betreuen. Im Nachhinein hätte ich mir wohl einfach eine Katze zulegen sollen. Damals mochte ich einfach die Veränderung des Tempos und ich vermutete immer, dass unter ihm ein dunkles Geheimnis lauerte. Meine Mutter hatte mich vor so etwas bei Männern gewarnt und ich war einfach froh, dass er keine Prostituierten tötete. Das schien sicher harmlos, zumindest am Anfang. Als wir uns weiter in eine Routine einlebten, begann ich mich wieder einsam zu fühlen, nur dass es anders war. Das war nicht die gelangweilte Lustlosigkeit eines Tages zu Hause, an dem ich versuchte, beschäftigt zu wirken. Es war mehr wie über einem Ozean zu stehen und hinunterzublicken. Ich glaube, es war die Art, wie er sich zu verändern begann, körperlich. Ich dachte, es wären alles bewusste Veränderungen, Dinge, die er tat, um weniger wie ein Erwachsener auszusehen. Manchmal sah er mich an, und ich mochte es nicht. Es war ein hungriger Blick. Ich traf einmal einen Jungen, als ich jünger war. Und er sah mich so an, und ich mochte es. Aber von meinem Mann in blauen Pyjamas mit einem Schnuller im Mund und einer Rassel in einer Hand. Gott, ich hätte kotzen können. Und nachts begann sich das Haus anders anzufühlen, größer und kälter als sonst. Ich begann aus irgendeinem Grund zu trinken, ich glaube teilweise einfach nur, um mich zu entspannen. Wenn Dinge kaputt gingen, war es an mir, sie zu reparieren. Oder das Telefon zu beantworten oder sich um die Rechnungen zu kümmern. Wir hatten genug gespart. Also versteh mich nicht falsch, es war nicht so, als wären wir in schlechten Umständen. Aber es gab niemanden sonst, mit dem ich die endlosen Verantwortungen teilen konnte, und ich fühlte es wie eine Last auf meinen Schultern. Am Morgen musste ich mit einem pochenden Kopfweh durch die Bewegungen gehen, und ich fand, dass die Tage begannen zu verschwimmen. Monate vergingen, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Es ist schwer für mich, sich an all diese Ereignisse in einer geraden Linie zu erinnern. Und das ist nicht alles meine Schuld. Ich erinnere mich, dass ich dachte, er sei ein wachsender Junge, aber das stimmte überhaupt nicht. Wir bestellten neue Schuhe für ihn online und sie hatten eine andere Größe als sonst. Kleiner. Er sagte, es sei, weil er die mit den Lichtern wollte, aber als Erwachsener hatte er Größe 45 und die, die wir kauften, waren für einen kleinen Jungen. Ich weiß nicht wie, aber er trug diese neuen Schuhe problemlos. Ich drückte die Zehen und sagte ihm, dass er hineinwachsen würde. Ich habe lebhafte Erinnerungen daran, ihn dabei zu beobachten, wie er versuchte, ein Stofftier auf das oberste Regal zu stellen. Aber er hatte mich immer mit seinen fast 2 Metern überragt. Selbst jetzt, während ich alles in meinem Kopf wieder zusammensetze, finde ich kleine Überraschungen. Es gab immer das Gefühl, dass wenn ich zu lange stehen bleiben und nachdenken würde, alles an mir vorbeirauschen und ich es verpassen würde. Selbst wenn ich mein Bestes tat, einfach mitzumachen, fühlte ich mich wie ein Fremder in meinem eigenen Haus. Dinge bewegten sich, Räume wurden umgestaltet und neues Spielzeug erschien einfach, ohne dass ich wusste wie. Ein ganzer Spielplatz wurde im Garten installiert, ohne dass ich mich daran erinnerte, aber als ich nachsah, war meine Unterschrift auf der Rechnung. Zu einem Zeitpunkt begann er Windeln zu tragen und ich bemerkte es erst nach Tagen. Gibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Im Moment fühlte es sich so natürlich an und rückblickend schien ich mich daran zu erinnern, meinen Mann als Kind gesehen zu haben. Nicht als voll ausgewachsenen Mann. Aber gleichzeitig war es nichts davon. Es war mein Mann, der dort saß, mit seinen langen Beinen gekreuzt und Krümeln im Bart.
Eines Morgens wachte ich mit einem Hund auf und am nächsten Tag war er weg. Ich suchte stundenlang und fühlte mich, als würde ich verrückt werden. Aber sicher genug, es gab eine Schüssel und Hundefutter direkt neben der Küchentür. Also war es nicht so, als hätte ich es mir eingebildet. Es gab jedoch keinen Hund im Haus, noch im Garten. Erschöpft und geschlagen ging ich in das Zimmer meines Mannes für eine letzte Überprüfung, als bei seinem Anblick ein seltsames Unbehagen über mich kam. Ich konnte den Gedanken nicht aus meinem Kopf bekommen, dass er etwas getan hatte. Schließlich, wenn er ein Kind war, war er ein bisschen seltsam, nicht wahr? Er spielte nicht mit anderen Kindern, er benahm sich nicht schlecht, er sprach kaum. Er war ein gutes kleines Kind, sicher, aber nicht unbedingt ganz normal. Und natürlich war er kein Kind, er war etwas anderes. Als ich dort stand, erkannte ich, wie seltsam er auszusehen begann. Sein Haar dünnte aus. Nicht nur fielen sie aus. Es fühlte sich flaumig an, weich wie das Pfirsichflaum eines Neugeborenen. Und guter Gott, der Geruch. Es war wie der Geruch eines Babys, aber faul wie saure Milch. Und es haftete an ihm, egal wie oft ich ihn badete und seine Kleidung wusch. Es gab Tage, an denen ich das Gefühl hatte, daran ersticken zu können. Und ich lernte, vorsichtig durch den Mund zu atmen, wann immer wir zusammen waren. Seine Pupillen waren riesig, zu groß für diese kleinen Augenhöhlen. Seine Augen waren immer weit auseinander gewesen, aber auf einem kindförmigen Kopf sah er aus, als würde er eine schlechte Halloween-Maske mit Puppenaugen anstelle seiner eigenen tragen. Manchmal erwischte ich ihn dabei, wie er mich aus einer Ecke heraus anstarrte oder am Ende eines langen Korridors. Manchmal bedeutete das, dass er dort im Dunkeln stand, hörbar atmete, während seine Schultern sich hoben und senkten, während ihn ein unsichtbarer Gedanke erregte. Andere Male bedeutete es, dass ich seinen grauen Kopf um eine Wand oder Tür verschwinden sah, sobald ich mich umdrehte. Er sabberte fast ständig und wischte den Überschuss an seinem Ärmel ab, aber viel davon landete trotzdem auf dem Boden. Es gab Zeiten, da fand ich kleine Pfützen von Spucke in verschlossenen Räumen, oft direkt hinter dem Ort, an dem ich gestanden hatte. Andere Male konnte ich sein schweres Atmen direkt hinter meinem Rücken hören, aber er war nie wirklich dort, wenn ich mich umdrehte. Ich hatte Angst vor ihm, merkte ich. Und ich hätte fast geschrien, als er sich in diesem dunklen und stillen Zimmer auf den Rücken rollte, während er in der Krippe schlief. Er öffnete ein zahnloses Lächeln und ich sah, dass alle seine Zähne ausgefallen waren, bis auf ein paar. Und je näher ich hinsah, desto sicherer war ich, dass selbst diese nicht seine ursprünglichen waren. Sie waren zu weiß, zu klein, zu stiftartig, um die Zähne eines Erwachsenen zu sein. Insgeheim hoffte ich, dass ich verrückt wurde. Ich war auf der Toilette, als es an der Tür klingelte. Es war ein schrilles Kreischen, das kratzte, und ich sprang so heftig, dass ich mein Handy fallen ließ. Ich beeilte mich, fertig zu werden, und watschelte mit heruntergelassenen Hosen zum Fenster. Vor den Vordertoren, die offen standen, war ein Lieferwagen, aber es war niemand zu sehen. Normalerweise würde solch ein Problem einfach verschwinden und sie würden das Paket auf der Türschwelle lassen. Aber etwas fühlte sich falsch an. Ich konnte meinen Mann nirgendwo im Haus hören. Keine Schritte, kein Gebrabbel, keine klappernden Spielsachen oder rollenden Räder. Dieser Lieferwagen sah seltsam aus. Die Fahrertür war noch offen, der Motor lief noch. Ich versuchte zu verstehen, was das alles bedeutete, während ich die Treppe hinunterlief und hielt erst an, als ich sah, dass die Haustür offen stand. Eine Windböe wehte durch das Haupthaus und zog die ganze heimelige Wärme heraus. Ich hatte Bilder im Kopf, dass unser Rollenspiel entdeckt würde, und Ängste vor Demütigung und Peinlichkeit erfüllten meinen Kopf. Da war noch etwas anderes in den Gedanken vermischt. Wir hatten so lange zusammen eingesperrt gelebt, mein Mann und ich. Sicher und weit weg von der restlichen Welt. Wie würde er auf diese Eindringlinge reagieren? Als Antwort schrie jemand aus dem Wohnzimmer. Ich rannte die letzten paar Stufen hinunter und öffnete die Tür, um einen kleinen Mann zittern zu sehen, wo er stand, mit einer braunen Pappschachtel, die er zum Schutz an seine Brust gedrückt hielt. Was, stotterte er. Ich legte meinen Arm um seine Schulter und begann, ihn zur Tür zu bewegen. Ich konnte meinen Mann nicht sehen, aber er war nie zu weit von mir entfernt, und ich konnte nicht anders, als eines seiner Lieblingsspielzeuge auf dem Boden zu bemerken. Er hat mich reingelassen, fuhr der Mann fort. Er sah aus wie ein... Plötzlich drehte er sich zu mir und griff beide meine Arme.
Was ist mit ihm los? Fragte er. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Ich erinnere mich nicht, was ich sagte, aber ich drängte ihn weiter zur Haustür, aus dem Wohnzimmer in die Küche. Ein schneller Blick über meine Schulter und ich sah meinen Mann unter das Sofa tauchen. Er war zu groß, um so schnell und geschickt zu sein, aber er hatte eine Art, sich zu verstecken und sich im Haus zu bewegen, so dass man ihn fast nie sah, es sei denn, er wollte es. Komm schon, murmelte ich, aber die Füße des Liefermanns waren langsam und schwerfällig. Es war, als wäre sein Kopf völlig verwirrt. Es war nur ein Kind, rief er, als ob ihm das plötzlich bewusst wurde. Oh nein, ich habe ihm Angst gemacht, nicht wahr? Er versuchte, sich umzudrehen, aber ich hielt ihn auf. Nein, ich wollte ihm keine Angst machen. Er hörte auf zu widerstehen und seine Schultern sanken wieder. Was ist mit ihm los? Fragte er. Er ist krank, antwortete ich, zog ihn die letzten paar Schritte zur Tür. Ich schob ihn über die Schwelle und blieb stehen, um Atem zu holen. Er ist einfach sehr krank, sagte ich, unterdrückte ein Schluchzen. Teilweise Lüge, teilweise Wahrheit. Es ist eine Krankheit. Der Liefermann sah aus, als würde er immer noch versuchen, seinen eigenen Kopf zu sortieren, aber es schien, als würde er es glauben. Er wollte gehen, setzte einen Fuß auf die Verandastufen, bevor er plötzlich beschloss, dass er sich entschuldigen musste. Bitte melden Sie mich nicht, rief er, und ich zuckte ein wenig zusammen. Ich wollte nicht unhöflich rüberkommen. Mein Herz begann zu rasen. Ich konnte meinen Mann riechen, der Gestank war fast überwältigend. Er war so nah, ich konnte ihn praktisch spüren, aber wo er war, konnte ich nicht sagen. Ich musste diesen Mann einfach wegbekommen, bevor etwas Schreckliches passierte. Er plapperte endlos darüber, mich beleidigt zu haben. Bitte, sagte ich, den Tränen nahe. Bitte geh. Hat er es verstanden, fragte ich mich. Manchmal, wenn ich zurückdenke, sehe ich ein Flimmern von Verständnis in seinen Augen. Es sah aus wie Mitgefühl. Ich kann mir nicht sicher sein, weil alles irgendwie zusammen verschwimmt. Der Schock in seinen Augen, als der Arm meines Mannes sein Bein packte, kann nicht überbetont werden. Keiner von uns erwartete, dass er dort unten war. Ich weiß immer noch nicht, wie er es gemacht hat. Aber er war dort unten, kichernd in einer ungesunden Falsettstimme. Bevor jemand sprechen konnte, zog er so stark, dass der Liefermann nach hinten fiel und sein Bein im Schatten verschwand. Mit einer Hand klammerte sich der weinende Liefermann am Oberschenkel fest, als ob er einen unsichtbaren Schmerz lindern wollte, und mit der anderen Hand versuchte er, sich wegzuschieben oder herauszuziehen. Aber mein Mann war immer ein großer Mann. Und jetzt hatte er eine seltsame Art von Aura um sich. Eine stille, knisternde Macht, die ihm von Raum zu Raum folgte. Der Kampf war einseitig und der Liefermann schrie und heulte. Er gab auf, das eine Bein festzuhalten und versuchte mit beiden Händen zu ziehen, zu schieben oder sich wegzurollen. Ich wusste nicht, was außerhalb meines Sichtfelds passierte, aber sein Gesicht lief blass an und seine Schreie wurden immer schlimmer. Ich habe noch nie einen Mann so schreien gehört, keinen erwachsenen Mann. Es war furchterregend auf eine Art, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich glaube, er hat mich einmal um Hilfe gebeten. Ich überlegte, die Polizei zu rufen, tat es aber nie. Ich war so verängstigt, dass ich mich nicht einmal bewegen konnte. Gelegentlich konnte man eine der dicken, knöchrigen Hände meines Mannes sehen, während er den Mann weiter hineinzog. Diese Hände sahen so groß, so blass, so ungesund aus. Ich konnte hören, was er tat, aber das kam mir nicht in den Sinn, bis ich es nachträglich mental auseinandergepackt hatte. Aber ja, ich konnte Knochen brechen und etwas wie Papier zerreißen hören. War es eine Stunde? Oder nur ein paar Minuten? Ich weiß es nicht. Der Mann schrie und flehte weiter. Die Treppe begann zu brechen, aber das Holz war dick und stark. Die endgültige Frage war, was zuerst brechen würde, ein Becken oder ein Pfosten. Die Schreie des Liefermanns sagten mir, was er dachte. Er hatte recht. Mit einem gewaltigen Freudenschrei, genau wie ein Kind an seinem Geburtstag, packte mein Mann ein weiteres Mal das andere Bein des Mannes und zog so stark, dass es einen plötzlichen Knall gab. Es folgte eine Stille, die so schwer war, dass sie meine Ohren schmerzte, nur unterbrochen durch das leise, nasse Geräusch meines Mannes, der den Rest des Körpers in die Dunkelheit zog. Der Abstand zwischen jedem Schritt konnte nicht mehr als 6 Zentimeter betragen, aber rohe Gewalt gewann. Das Letzte, woran ich mich vom Gesicht des Mannes erinnere, war, dass er blass war und seine Augen hervorquollen.
Die Anordnung seiner Arme und Beine ergab keinen Sinn mehr. Er sah aus wie eine Spinne, nachdem man darauf getreten ist. Ich blieb noch eine Weile dort stehen, in der Hoffnung, ich würde einen Krankenwagen oder eine Polizeisirene hören. Aber wie gesagt, wir lebten weit außerhalb der Stadt. Als mir klar wurde, dass niemand den Liefermann oder mich retten würde, gerann das Blut auf den Stufen. Mein Mann war immer noch gerade außer Sicht, kichernd und klatschend wie ein Kind, das mit Schlammkuchen spielt. Komm schon, sagte ich schließlich und sprach wie die liebevolle Mutter, die ich war. Leg dein neues Spielzeug weg, ich mache dir Mittagessen. Ich spülte Geschirr und starrte in den Garten. Es sah aus wie ein Ort, den ich schon einmal gesehen hatte, aber ich konnte mich nicht erinnern, wo oder warum. Mein Mann war irgendwo oben und ich war allein. Oft hörte ich, wie er oben herumdonnerte und irgendetwas tat, das nur Gott weiß, während seine nackten Füße auf den Holzböden aufschlugen. Das schien jetzt das Leben einer anderen Person zu sein. Schwer zu glauben, dass es derselbe Mann war, der mir vor ein paar Tagen etwas brachte, das mich krank machte. Er hatte es selbst gemacht und es hatte den ganzen Nachmittag wie ein weiteres Stück Makaronikunst am Kühlschrank gehangen. Ich fragte mich, während ich seit der zweiten Stunde in Folge mit einem Geschirrtuch über denselben Teller wischte. Eine Bewegung fiel mir ins Auge. Draußen im Garten schwebte etwas an den hohen Hecken vorbei, die unseren Garten umschlossen, und landete schlicht auf dem überwucherten Gras. Es war ein helles, leuchtendes Gelb, das wie eine Warnweste glühte. Aus irgendeinem Grund hielt ich den Teller hoch und schaute zwischen den beiden hin und her. Gott, ich war so durcheinander. Es war wie ein Wurm in meinem Kopf. Ich konnte ihn fühlen, vielleicht sogar erreichen und greifen, wenn ich mich nur lange genug konzentrieren könnte. Aber jedes Mal, wenn ich meinen Verstand um ihn schloss, jedes Mal, wenn ich anfing, die Form dieses Eindringlings zu erfühlen, schlängelte er sich weg. Und dann war sie plötzlich da. Sie war vielleicht 9 oder 10. Wie war sie hierher geraten? Fragte ich mich. Vielleicht hatte sie sich verlaufen. Sie sah sich um, als wüsste sie nicht, wo sie war. Ich konnte sehen, dass sie Angst hatte und mein Herz sank, als mir klar wurde, wie schrecklich unser Zuhause ihr vorgekommen sein musste. Es gab eine Zeit, da war ich stolz auf das Haus, aber jetzt lebten wir in verkommener Dreckigkeit. Natürlich sah das kleine Mädchen verängstigt aus, dachte ich. Das war das gruselige Haus, vor dem jedes Kind Angst hatte. Mit kaputten Fenstern und überwucherten Büschen, die einen Garten mit rostigen Schaukeln und verlassenen Spielzeugen erstickten. Und dieses arme Mädchen hatte ihren Frisbee verloren und... Nein, sagte ich, zuerst zu mir selbst und dann noch einmal zum Raum. Nein. Aber es war zu spät, ich konnte ihn herumscharren hören, bevor das Haus wieder ruhig wurde. Von draußen begann das Mädchen etwas zu sagen. Vielleicht eine Begrüßung. Ich hatte ein Messer in der Hand, an das ich mich nicht erinnerte, genommen zu haben, und ich war draußen, bevor ich Zeit hatte, überhaupt zu denken. Das kleine Mädchen sah mich an und brach sofort in Tränen aus. Ich rannte auf sie zu mit einem Messer in einer Hand und einem mörderischen Blick direkt aus einem Horrorfilm. Bevor sie mich bemerkte, hatte sie mit Ekel auf ein Dickicht Gras geschaut. Nein, schrie ich. Nicht zu ihr, sondern zu ihm. Ich nahm sie in meine Arme, selbst als sie mich wegschlug. Es war mir egal, ob dieses Mädchen dachte, ich wäre der Teufel selbst, wenn sie nach Hause rannte und ihren Eltern von der bösen, unheimlichen Dame erzählte und sie die Polizei riefen und das alles damit endete, dass ich sicher und warm hinter Gittern war. Es war mir egal. Ich umklammerte meinen Arm um ihre Taille und wünschte mir, dass er zu einem Stahlband würde, um sie sicher zu halten. Sie zappelte, konnte sich aber nicht befreien, und ich rannte so schnell ich konnte mit ihr zum Tor. Es ist in Ordnung, flüsterte ich. Er wird dich nicht kriegen. Ich war halbwegs dort, als ihr Schreien und Winden aufhörte. Ihr Kopf war über meiner Schulter und plötzlich klammerte sie sich an mich, als wäre ich ein Rettungsfloß. Die Veränderung war augenblicklich und es ließ mich straucheln. Für einen kurzen Moment hörte ich seine Schritte auf mich zukommen. Ich drehte mich um. Das Messer wie eine Fackel gegen die Dunkelheit schwingend, aber nichts war da. Das Mädchen begann wieder zu schreien, als sie meinen Mann sah und hielt sich an mir fest, wie um ihr Leben. Nicht das Baby, wiederholte ich. Ich werde es nicht zulassen. Ich bewegte mich vorsichtig zum Tor zurück und begann zu überlegen, was als nächstes zu tun sei, als aus dem Nichts er in Sicht sprang und das Haar des Mädchens packte, ihren Kopf zurückriss, während sie so heftig schrie, dass ihr Gesicht purpurrot wurde.
Er sprang auf und ab, schrie und weinte vor Freude wie ein kleines Kind an Weihnachten. Sein missgestaltetes Gesicht grinste, sein Zahnfleisch schwarz und blutig, aber seine Hände drohten, die Kopfhaut des Mädchens abzureißen. Ich begann bei seinem Anblick Übelkeit zu verspüren. Seine Größe schien sich mit jedem Blick zu verändern. Ich konnte es nicht fassen, und ich spürte, wie der Wurm in meinem Kopf sich wand und immer mehr meiner Gedanken verdrängte. Manchmal war er hüfthoch, manchmal ein voll ausgewachsener Mann. Aber immer waren diese Hände zu groß für seinen Körper. Und die braunen Blutflecken, die noch unter seinen abgeplatzten Nägeln steckten, erinnerten mich genau daran, was er wollte. »Nein«, schrie ich und stach mit dem Messer zu. Die Bewegung, die mir in dem Moment einfiel, war ein Abwärtsstich. Und das Messer blieb in der rechten Schulter meines Mannes stecken. Er ließ sofort los und begann zu heulen und zu schluchzen. Er schien vor meinen Augen zu schrumpfen, und ich setzte das Mädchen schnell ab und schob sie durch das Tor. Ich schloss die Stäbe, schrie ihr zu, sie solle rennen, und drehte mich dann schnell wieder zu meinem Mann, der an seinem Daumen nuckelte, und versuchte, das Messer mit der verbleibenden Hand herauszuziehen. Nach einigem ungeschickten Herumfummeln packte er den Griff und warf das Messer zu Boden. Es klapperte auf den Boden, und das Blut glänzte im Sonnenlicht. »Du bist genau wie sie«, sagte er. Seine Stimme brach und kehrte zu dem ruhigen, autoritären Mann zurück, den ich einst kannte. Seine kleinen Augen bohrten sich in mich, und ich hätte unter diesem Blick zusammenbrechen können. Die Veränderung im Tonfall war so plötzlich wie ein Absturz von einer Klippe. »Ich wollte nur das, was sie mir nie gegeben hat. Aber ihr seid alle gleich.« Plötzlich verzog sich sein ganzes Gesicht zu einem verdrehten kindlichen Lächeln, und er verkündete mit Freude und Begeisterung in einer Stimme, die identisch mit der eines Kindes war: »Ich werde in dich hineinkriechen.« Das Abendessen war kalt. Es war die erste Mahlzeit, die ich ihm nach unserem kleinen Kampf gemacht hatte. Ich hatte stundenlang daran herumgefummelt, erfüllt von Zweifeln und Ängsten. Aber es brachte alles nichts. Er war zu schlau, um darauf hereinzufallen, ob er das Rattengift gesehen hatte oder nicht. Er war nicht zum Abendessen gekommen. Jetzt hatte ich ein Problem. Ich war in der Küche stehen geblieben, arbeitete unaufhörlich mit endlosen Blicken über die Schulter, und die Nacht war hereingebrochen. Das einzige Licht war in der Küche, und es war ein großes Haus gefüllt mit tiefschwarzen Schatten, die ganze Räume und Flure verschlangen. Oft erhaschte ich einen Hauch von Bewegung wie eine Haifischflosse, die eine Welle durchbricht, sah ich ein blaues Stoffstück im Mondlicht schimmern, bevor es wieder in der Dunkelheit verschwand. Er war da draußen. Ich hatte zumindest ein neues Messer. Und etwas an dem Adrenalin in meinen Adern half mir, klarer zu denken. Wenn ich in meine Gedanken zurückblickte, sah ich kein Kind mehr, sondern etwas Verdrehtes und Entstelltes mit Wahnvorstellungen und Bosheit. Eine Krankheit hatte sich nicht nur in unseren Köpfen, sondern in dem Raum, den wir teilten, und in der Welt, in der wir lebten, ausgebreitet und sich in die Realität ergossen, wie eine Migräne-Aura, die Wirklichkeit geworden war. Ich wusste nicht, ob es ein Eindringling war oder einfach etwas Dunkles, das von innen heraus gewachsen war, aber es gehörte mir auf die eine oder andere Weise. Ich konnte es nicht leben lassen. »Das Abendessen ist fertig«, rief ich, »komm schon.« Es gab ein Rascheln irgendwo vorne bei der Treppe. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt etwas sagte. Er musste mich gesehen haben. Ich rief noch einmal, meine Stimme zitterte vor Angst und Erschöpfung. Ich hob den Teller auf und stellte ihn an die Schwelle der Küche, sein Rand nur wenige Zentimeter von der Dunkelheit entfernt. »Du musst hungrig sein«, sagte ich und versuchte zu lächeln. »Bitte iss es«, fügte ich hinzu. »Für mich?« Ein einziger dicker Finger schob sich durch den Türrahmen und zog den Teller herüber. Es war so laut in der Stille, kratzend auf den Fliesen. Etwas fühlte sich falsch an, aber in dem Moment hoffte ich nur, dass es die reine Panik war, die tief in meiner Brust eingeschlossen war. Der Teller wurde aus der Dunkelheit geschleudert und traf mich im Gesicht. Meine Nase brach und mein Kopf wurde nach hinten geschleudert, und bevor ich es wusste, lag ich auf dem Boden. Der Teller rollte ein paar Meter entfernt zu einem lauten Halt. Er war ganz, aber eine Kante war mit Blut bedeckt. Ich nahm den metallischen Geschmack in meinem Mund wahr und realisierte, dass es mein Blut auf diesem Teller war. Es fühlte sich an, als läge ich dort eine gute Weile,
Schmerz klingelte in meinen Ohren, während ich meinen Kiefer öffnete und schloss in verwirrtem Schock. Langsam, Schicht für Schicht, begannen sich die Dinge zu normalisieren. Es gab einen stechenden Schmerz im Hinterkopf und ich erkannte, dass ich ihn beim Sturz getroffen haben musste. Und es gab ein Gewicht auf mir, das mich niederdrückte und das Atmen erschwerte. Hatte ich mir eine Rippe gebrochen? Fragte ich mich. Aber es fühlte sich nicht so an. Es fühlte sich an, als würde sich etwas bewegen, etwas Scharfes und Schmerzhaftes. Ich sah nach unten und erblickte den kopfförmigen Schädel meines Mannes, der an meiner Brust herumwühlte. Ich schrie und schob ihn weg, aber er biss sich fest. Diese hässlichen kleinen Zähne bohrten sich in mein Fleisch und weigerten sich, loszulassen. Ich war von Ekel überwältigt und begann, auf ihn einzuschlagen, tiefe Kratzer in seine Kopfhaut und Schultern zu graben. Erst als ich einen Daumen in sein hässliches kleines Auge drückte, gab er nach und ließ los. Er setzte sich auf und mein Daumen glitt mit einem Plopp aus der Augenhöhle. Und für einen Moment sah er überwältigt von naiver Traurigkeit aus. Aber dann wusch Hass über sein Gesicht und sein verbleibendes Auge starrte mich mit Mordlust an. Er begann mich zu würgen, diese schrecklichen Fäuste umklammerten meinen Hals wie Eisenbänder. Ich kämpfte, schlug meine Hände gegen den Boden und die Möbel, verzweifelt nach etwas. Irgendetwas, das helfen könnte. Glücklicherweise erfassten meine Hände das Messer und ich stieß es hart in das weiche Fleisch seiner Achselhöhle. Einen Moment lang machte er einfach weiter, aber als ich die Klinge zwischen seine Rippen stieß, einmal, dann noch einmal, war das Blut bereits aus seinem Gesicht gewichen. Es überströmte uns beide und zu meinem Entsetzen stank es nach saurer Milch und Babypuder. Ich beobachtete, wie das Bewusstsein seiner Wunden das Feuer in seinen Augen trübte. Er taumelte rückwärts. Sein Gesicht verzog sich zu einem schrecklichen Schrei. Rosafarbener Schaum sickerte aus seinem Mund und er röchelte und erstickte. Seine Lungen füllten sich mit Blut und ich sah zu, wie er langsam vor mir starb. Als alles vorbei war, war er wieder ein Mann. Ein seltsam gekleideter, abgemagerter Mann, nicht mehr als ein Wrack. Ich berührte meinen Hals und er fühlte sich wund an und meine Brust war ein zerrissenes Chaos. War es gut für dich? Fragte ich. Ein Lachen stieg ungewollt aus meinen Lippen auf. Der Klang meiner eigenen Stimme erschreckte mich. Ich klang verrückt. Aber ich konnte nicht aufhören, über den Witz zu lachen, den ich gemacht hatte. Und bevor ich es wusste, wurde mein Atem kurz und das Bewusstsein entglitt mir vollständig. Es ist einige Zeit vergangen. Wie lange, weiß ich nicht. Und ich frage mich immer noch, ob er jemals real war. Ich habe das Haus niedergebrannt und endlich hörte ich das Geräusch von Sirenen, die kamen, um mich wegzubringen. Es war ein seltsames Problem, das ich der Polizei erklären musste. Sie hatten Beweise dafür, dass ein Kind im Haus gelebt hatte, aber keinen Körper. Sie dachten, ich hätte ein Kind umgebracht und das Haus niedergebrannt, um die Beweise zu verstecken. Später fanden sie einen erwachsenen Körper, aber es war der des Liefermanns, nicht der meines Mannes. Und ich wurde nur wenige Wochen später verhaftet. Natürlich erzählte ich ihnen die Wahrheit, nur ohne einige der seltsameren Details. Mein Mann war verrückt geworden, sagte ich. Er hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten, angefangen, sich wie ein Kind zu benehmen, einen Mann getötet und dann versucht, mich zu töten. Leider gibt es keine Aufzeichnungen über meinen Mann, keine Ehe, keine gemeinsame Lebensgeschichte. Ich lebte allein. Arbeitslos wegen eines wohlhabenden Treuhandvermögens, der mir von meiner Familie gewährt wurde. Die Hypothek wurde nicht von meinem Mann bezahlt, sondern von meiner Familie. All das war für mich neu. Er war real, das weiß ich. Ich habe immer noch die Wunden, um es zu beweisen, und sie fanden das kleine Mädchen, das in gewissem Maße zu meinen Gunsten aussagte. Sie hatte wirklich einen Mann gesehen, der wie ein Baby angezogen war, sagte sie. Obwohl sie, als sie gebeten wurde, eine Beschreibung dessen, wie er aussah, abzugeben, in Schreien ausbrach und beruhigt werden musste. Ich wusste, wie sich das anfühlte. Ich könnte dir nicht sagen, wie alt mein Mann war, welche Augenfarbe er hatte, wann er Geburtstag hatte oder sogar seinen Namen. Das hat alles gegen mich gearbeitet. Ich glaube, ich bin in meinem zweiten Berufungsverfahren, aber mein Anwalt hat mir gesagt, ich solle meine Erwartungen senken. Keine Heiratsurkunde, keine Hochzeitseinladungen, kein Beziehungsstatus auf Facebook, keine Fotos, keine Flugtickets für die Flitterwochen.
keine offiziellen Dokumente. Jeder erdenkliche Beweis für das Leben dieses Mannes existiert einfach nicht. Ich habe es geschafft, einen Gehirnscan zu bekommen, und sie sagen, mein Gehirn sollte zu einem Demenzpatienten gehören, obwohl ich erst 36 bin. Es ist voller Löcher. Läsionen nennen sie es. Das ist ein guter Name dafür. Ich sagte doch, da war ein Wurm, oder? Er fraß sich durch meinen Kopf wie durch einen Apfelkern. Kein wirklicher Wurm natürlich. Nun, ich weiß es nicht sicher. Aber trotzdem, ich denke, er hat etwas mit meinem Kopf gemacht. Denn selbst jetzt kann allein der Gedanke an ihn mir ein Nasenbluten bescheren. Ich erinnere mich an nicht viel aus meinem Leben davor. Er hat es wie Computerdaten überschrieben und absichtlich alles gelöscht, was ihm nicht passte. Und natürlich haben sie seinen Körper nie gefunden, oder? Ein bisschen klischeehaft, ich weiß. Ich denke, es war kindisch von mir, jemals zu glauben, dass ein paar Löcher im Oberkörper ihn töten würden. Ich sollte wohl eher es sagen. Schließlich spielte es nur so tun, als ob menschlich zu sein. Genauso wie es nur so tun, als ob spielte, ein Kind zu sein. Meine lieben Gruselgenossen, nun ist das Ende unserer nächtlichen Reise durch die Schatten erreicht. Gemeinsam haben wir die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele erkundet und sind an Orte vorgedrungen, die den Rand des Unbegreiflichen streifen. Doch bevor ich die Kerzen ausblase und die Türen verriegele, denkt daran, das wahre Grauen beginnt oft erst, wenn man glaubt, in Sicherheit zu sein. Vergesst nicht, mich, Dr. Wahnsinn, in der nächsten Episode wieder zu besuchen, wenn wir weitere Abgründe des Schreckens beleuchten. Doch für heute lasse ich euch noch mit einem letzten Zitat in die Nacht gehen. Dieses ist nicht so einfach zu lösen und ich lade euch ein, in den Kommentaren zu diskutieren, was ihr denkt, dass es bedeuten könnte. Aufmachen! Hier ist die Polizei! Riefen wir durch die Tür, um den Bräutigam mit einem Ausflug vor seiner Hochzeit zu überraschen. Doch als wir die Tür aufschlossen und eintraten, fanden wir ihn weinend am Computer, wie er hektisch seine Festplatten löschte.